Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sebastian und ich bin heute hier in der Gemeinde Oderwald zum 30-jährigen Jubiläum des Kindergartens unterwegs. Unter anderem werden wir die Ortschaften Heiningen, Orum und Dorstadt besuchen und dort hoffentlich spannende Geschichten über den Kindergarten erfahren. Vielleicht treffen wir auch den einen oder anderen, der uns noch was über den Kindergarten erzählen will. Viel Spaß! Ja, mein Name ist Bruno Polzin. Ich bin jetzt Bürgermeister von Dorstadt, jetzt ungefähr so 15 Jahre. Davor, zu dem Zeitpunkt, als der Kindergarten entstand, war ich zweiter Bürgermeister in Dorstadt. Dorstadt ist ja ein altes Kloster gewesen, bis 1810. Und dann ist es in den Besitz unserer Familie übergegangen. Von Jerome verkauft. Jerome ist der Bruder von Napoleon. Ja, mein Name ist Uwe Kalb, Kalb wie Kind von Kuh, wohnhaft in Orum seit der Geburt. Der letzte Eigentümer, Herr von Dorstadt, der hatte das Kloster, also seinen ganzen Besitz gestiftet, weil er im Himmel wollte. Bin geboren hier im Ort, bin getauft. Nicht in der Kirche, wie sich das eigentlich für einen wahren Christen gehört, sondern ich bin getauft im Gasthof Lindenhof. Eines Tages ist in Halberstadt bei einem Turnier ihr Hündchen hat einen Unfall gehabt mit Pferden. Ich denke, viele kennen mich aus einer Zeit, wo ich hier auch mal sowas wie ein kleiner, ja, was soll ich sagen, ja, der Bürgermeister war ich hier schon mal. Und da war er so wütend, dass er die Hauptkirche, man vermutet, dass es der Dom war, da in allen vier Ecken angezündet hat. Und um das wieder zu sühnen, hat er seinen Besitz gestiftet. Bin froh und freue mich, dass ich eigentlich etwas heute hier erzählen darf, was mich stolz macht, was mich auch mit Stolz erfasst hat. Die Geburt und die, ja, wirklich die Geburt eines eigenen Kindergartens mit zwei weiteren Gemeinden zusammen. Also so in den 90er Jahren, das war so 90, 91, 92, in dieser Zeit waren alle Räte, Börsum, Dorstadt, Heiningen, Orum, in einer relativ großen Notsituation, was die Kinderbetreuung betraf. Das war so, wir hatten ja nun, es gab Gesetze, dass es hieß, es hat jeder einen Anspruch für die Kinderbetreuung. Das war so in den 90, Anfang der 90er, Ende der 80er, 90er Jahre. Also die Landesregierung wollte, dass Kindergartenplätze angeboten werden. Und Dorstadt alleine konnte sich sowas nicht leisten. Gemeinde Kramme, die nur etwas größer war als die drei einzelnen Gemeinden, baute im Jahr 91 einen Kindergarten. Kramme allein einen Kindergarten mit einer Vormittagsgruppe. Dorstadt brachte seine Kinder nach Kissenbrück und dafür musste doch relativ viel Geld bezahlt werden vom Rat, also von der Gemeinde. Orum machte das ähnlich. Heiningen konzentrierte sich mehr auf Börsum. So, und dann gab es 91, 92 die Gespräche mit den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde, damals noch nicht Samtgemeinde Asse. Und ja, man könnte sich eine Erweiterung des Kindergartens oder der Kindertagesstätte vorstellen. Und so kam es, dass die drei Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden dieser Räte
in einer Besprechung und im Kontakt waren und dann überlegt haben, dass man einen gemeinsamen Kindergarten baut. Ich hatte dieses erste Gespräch, wir haben uns getroffen, wir gründeten einen Arbeitskreis. Ich meine, meistens ist es so, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis. Nein, wir haben einen Arbeitskreis gegründet, um das Ganze auf festen Boden zu stellen. Dann schälte sich heraus, dass man verschiedene Möglichkeiten durchplante. Einmal den Anbau in Bürsum oder aber die Umwandlung der Jugendräume in Bürsum oder in Heiningen, was sich alles als nicht praktikabel erwies. Wir waren dann so weit begeistert, dass wir einen Zweckverband gründeten, um Dorfstadt Heiningen, einen Zweckverband Kindergarten Oderwald. Denn man muss aus der Geschichte wissen, dass die Gemeinden Dorfstadt Heiningen und Orum vor 1974 schon eine Samtgemeindeverwaltung hatten. Die größte Herausforderung war eigentlich, in welchem Ort wird der Kindergarten gebaut, weil natürlich alle drei Bürgermeister bestrebt waren, dass in ihrem Ort der Kindergarten gebaut wurde. Und Dorfstadt hatte auch einen Platz. Ja, und das war dann für Orum natürlich, wir hatten nichts, weil wir keine eigenen Ländereien hatten, sondern die waren ja alle in anderer Hand. Die entscheidende Sitzung war hier damals in Orum und wir haben uns da getroffen und dann hat man sich geeinigt, also gut, weil Dorfstadt in der Mitte liegt, nehmen wir Dorfstadt. Aber es gab da auch noch Schwierigkeiten mit der Platzauswahl. Naja, die Gemeinde hat ja keine Grundstücke. Und irgendeiner muss es bereitstellen. Dann ist es doch wieder das Gut. Und da kam der Geistesblitz des Herrn von Löbbecke, der ja nun die Ländereien dort mehr oder weniger unter seinem Flug hatte. Ich weiß, dass wir ein Baugebiet ausweisen wollen und davor gibt es eine Fläche, wie viel brauchen wir? Und es waren dann 200 Körner. Stelle ich zur Verfügung, wir werden uns über alles einig. Ich bin Jörn Rosenthal, komme gebürtig aus Dorfstadt. Wir sind vor 3 Jahren wieder hierher gezogen. Und ja, bin der Vater von Edda und seit 9 Monaten auch von kleinen Mathilda. Okay, schön. Ja, ich bin René Bäum. Bin 34, wohne auch hier in Dorfstadt. Mein Junior Theo geht in den Kindergarten, hat jetzt noch Zuwachs bekommen von einem kleinen Mats vor ein paar Wochen. Dann wurden Fragen gestellt, wie wollen wir das machen? Ja, das Einfachste war, sich da anzuhängen, wo es schon was gab. Das war auch nicht so schwierig, weil wir zu dem Zeitpunkt in Kramme schon einen Kindergarten gebaut hatten. Und der Architekt Carstensen aus Kramme, der hatte diesen Kindergarten geplant. Und wir konnten uns an diesen Plänen orientieren, wie unser Kindergarten vielleicht aussehen sollte. 1992 haben wir dann uns beraten und haben den in Kramme errichteten Kindergarten uns angesehen und waren der festen Überzeugung, das würde uns auch gut zu Gesicht stehen. Wir sind beide selbe Jahrgang gewesen damals im Kindergarten. Kindergarten der ersten Stunde. Der erste Stunde, wo der Kindergarten, Kindergarten aufgemacht hat damals. Erste Jahrgang gewesen sozusagen. Ja, die Politiker, die haben das ins Leben gerufen und dann bin ich eingestiegen. Ich hatte vorher eine andere Stellung. Ja, Frau Polzin war es damals. Okay, also ich weiß jetzt nicht, ich wäre jetzt nicht so schnell drauf gekommen. Bist du drauf gekommen? Ja, ich bin Angelika Polzin, mittlerweile nicht mehr im Dienst. Und ich habe diesen Kindergarten Oderwald mit aufgebaut. Ja, ich habe mir vor ein paar Tagen gerade, meine Mutter hat zu Hause so ein Fotoalbum, wo sämtliche Fotos aus dem Kindergarten damals aufgehoben wurden. Aber ja, das war Frau Polzin, das heißt, ja. Habe ich ein Foto gesehen vom Rausrutschen damals und da war tatsächlich auch die Leiterin mit drauf und dann sind wir auch wieder auf das Thema Frau Polzin gekommen, dass es damals Frau Polzin war, jetzt ist es ja Geli. Und dann habe ich überlegt, wechsle ich oder wechsle ich nicht, aber die Aufgabe war sehr reizvoll. Den ganzen Kram aufzubauen mit Einrichtung, Personal und allem Möglichen. Und das habe ich auch eine ganze Zeit gemacht. Am 13. oder 14. Dezember, ich müsste nachgucken,
wurde der Grundstein für den Kindergarten Oderwald in Dorstadt gelegt. Im April wurde das Richtfest gefeiert und am 31. Wo ist sie, die Chefin? Also ich bin Geli, also eigentlich Angela Schwarz, aber alle nennen mich Geli. Ich bin seit 21 Jahren in dem Kindergarten Oderwald tätig und seit 15 Jahren als Leitung. Irgendwann am 31. Juli wurde dann der Kindergarten, ich kann es hier nachlesen, da gibt es auch einen Artikel drüber in der Zeitung. Und hier steht dann ganz eindeutig, dass der Kindergarten dann am 31. Juli 1993 eingeweiht wurde. Da habe ich meinen ersten Sohn angemeldet, 1993. Und da war ich tatsächlich bei der Eröffnungsfeier als Mutter. Unsere Mutter ist die Kindergartenleitung schon seit langer Zeit. Aber noch nicht, als wir im Kindergarten waren. Nee, genau. Ich habe Mama zu dem Zeitpunkt nicht im Kindergarten erlebt. Das war sie noch im Kindergarten in Bad Harzburg. Warst du auch mit in der IG-Gruppe? Ich glaube, ich war auch in der IG-Gruppe. Also, IG ist Programm? Ja. Also, das ist geblieben auf jeden Fall. Ja. Vorher gibt es einen Artikel aus der Braunschweiger Zeitung, wo man drei ältere Herren oder an das Alter sich heranschleichende Herren beim Spielen schon im Kindergarten mal begrüßen konnte. Wir haben uns das angesehen, wir waren hellauf begeistert, was da schon im Vorfeld gemacht wurde. Es gab auch Kommentare in der Braunschweiger Zeitung, die da heißt, da sollte man sich ein Beispiel dran nehmen, denn es war zu der Zeit nicht üblich, dass sich drei Kommunen zusammenschließen wollten, um einen Kindergarten zu bauen. Ich weiß also aus meiner Erinnerung noch so als Dorfbewohnerin und Mutter interessiert natürlich, weil ich ja nun auch diesen Beruf habe, dass ich das verfolgt habe, dass es einmalig war, dass drei Dörfer gemeinsam einen Kindergarten einfach gebaut haben. Die haben sich halt zusammengetan. Was dann natürlich auch sehr positiv dabei war, ist, dass wir aufgrund der Rechtslage einen eigenen verantwortlichen Kindergarten hatten, Orum Dorstadt-Heining. Als wir mal angefangen haben in dem Kindergarten, da haben wir auch schon nach schönen oder grundlegenden Aspekten gearbeitet. Wir haben nämlich gleich zwei Erzieherinnen pro Gruppe eingestellt. Das war damals eine richtige Sensation. Das kriegte nicht jeder Kindergarten. Ja, es gibt tatsächlich noch so ein paar Urgesteine, die aus unserer damaligen Zeit als Kind sogar immer noch im Kindergarten arbeiten. Und ja, Petra Voss, die ist noch da. Dann Ilonka? Ja, Ilonka Rosenau, glaube ich, heißt sie, ne? Schwermer. Tatsächlich die drei, die ja nun auch schon mal genannt wurden, Petra Voss, Anja Vogt und Ilonka Schwermer, die waren damals ja schon in diesem Kindergarten, wurden da frisch eingestellt. Das gab so eine Reihe, ich sehe es genau vor mir, das war in dieser Scheune, wo wir auch schon viele Festivitäten gefeiert haben. Und da wurden sie vorgestellt, so der Reihe nach sind sie da lang, das sehe ich echt noch vor mir. Und die sind halt immer noch bei uns, ne, im Team tätig. Vor 30 Jahren. Hallo Geli. Hey, hallo Basti. Schön, dass ich heute da sein darf. Ja. Ihr wolltet mir ja den Kindergarten zeigen. Ganz genau. Willkommen im Kindergarten Oderwald. Komm einfach mal rein. Ich zeig dir jetzt mal, wie es live und in Farbe bei uns läuft. So, guck mal Basti. Hier befinden wir uns jetzt eigentlich schon auf unserem Dorfplatz. Der Dorfplatz deswegen, weil wir haben ja drei Dörfer, die diesen Kindergarten erbaut haben.
Und die Kinder sind durch die Dörfer gegangen, durch die Gemeinden gegangen, haben fotografiert, welche Häuser haben ihnen besonders gefallen und welche sind besonders alt oder irgendwie auf diesen Grund. Und mit den Fotos wurden dann, sind wir zu dem Holzgestalter gegangen. Und die haben dann anhand der Fotos und Zeichnungen der Kinder diese Garderobenschränke erstellt. Ich bin Beate Beckmann, bin schon seit 45 Jahren Erzieherin und in dieser Branche in unterschiedlichen Tätigkeiten. Das war unser erstes Projekt nach der Konzeptionsumstellung. Okay. Genau, und wenn du siehst, zum Beispiel hier, siehst du die Kirche in Ohrum. Dann gibt es hier das alte Gutshaus in Dorstadt. Also wenn ich die Tür aufmache, so gedanklich, sehe ich diesen wunderschönen Raum, diese Garderobe, die von einer Künstlerin gestaltet wurde, wo diese ganzen Gebäude des Dorfes abgebildet sind. Und das sollte der Dorfplatz der Kinder sein, hat mir immer sehr gut gefallen. Das ist irgendwie uns ganz, ganz wichtig, dass es so etwas Gemeinsames gibt, diesen Dorfplatz, wo halt auch immer Begrüßung und Verabschiedung stattfinden. Und das ist halt der Anfang immer von unserem Kindergartentag. Noch so ein Stückchen weit, ich nenne es mal nach Hause kommen, wenn man die Kinder abholt, weil man es immer noch so von damals gewohnt ist, dass vieles auch noch so ist, wie es damals war, wie man es als von der Kindheit in Erinnerung hat. Mein Name ist Flora. Vor knapp 20 Jahren war ich Kindergartenkind im Kindergarten Oderwald und mittlerweile arbeite ich dort. Hier siehst du unsere Krippe, gerade beim Mittagessen. Das sind unsere Kleinsten. Oh, wie alt sind die so? Wir haben die Möglichkeit, Kinder von 6 Monaten bis zu 3 Jahren aufzunehmen. Also Jonka ist halt ja, wie eine, ja, man kommt in den Kindergarten, man floskelt noch so ein bisschen über die Braunschweiger Eintracht, wie es einen damals mitgegeben hat, so gibt man es jetzt weiter. Und wir sind die Eintracht. Ja, ist einfach schön, auch bekannte Gesichter noch von früher da zu sehen und ja, also da auch Hut ab, wie lange die das schon so machen, ja, einfach nur. Deswegen sag ich ja von, es ist wie so eine Art nach Hause kommen, immer wenn man in den Kindergarten reinkommt, weil man es von damals immer auch kennt, ne? Damals gab es die Krippe noch nicht, als ich da war, das wurde erst mit den Jahren hinzugefügt. Und natürlich ein bisschen das Personal, wobei die meisten, die jetzt in der Krippe arbeiten, als Erzieher auch mich betreut haben. Und ja, das ist super. Wir freuen uns sehr, dass wir die Krippe haben. Ja. Weil es ist natürlich ein ganz fließender Übergang. Die Kleinsten, wenn sie dann 3 sind, kommen sie zu uns in den Kindergarten. Im Grunde sind wir dann schon völlig vertraute Personen. Ja. Ne, das ist ganz wichtig für die Beziehungsarbeit. Die Kinder teilen sich ja auch das Außengelände. Wir sind eine der wenigen Kindergärten, die das machen, dass Krippenkinder und Kindergartenkinder gemeinsam das Außengelände nutzen, weil es einfach fantastisch ist. Wie in einer Familie, kann man sich das vorstellen. Ne? Die Großen kümmern sich um die Kleinen werden von den Großen. Und das ist eigentlich ein Teil unseres Konzeptes, fängt hier eigentlich schon. Ja, woran ich, ist, glaube ich, wenn ich mir das Außengelände des Kindergartens angucke, immer zuerst denke, ist die Röhre. Da gibt es so eine Röhre, durch die man durchkrabbeln kann. Und ich hatte als Kind immer tierische Platzangst und habe mich da eigentlich immer nur mit Freunden dann durchgetraut. Und ansonsten gerade die Jungs und Mädels, mit denen ich da zusammen im Kindergarten dann war, zu vielen habe ich immer noch Kontakt, nicht mehr zu allen, aber es ist ja auch nicht so gewöhnlich, dass man mit diesen Leuten, mit denen man im Kindergarten ist und auch immer noch in der Region irgendwie verwurzelt ist und dann noch Kontakt hat. Und jetzt Donnerstag, Himmelfahrt, war ich auch wieder mit ein paar Jungs unterwegs. Also ich denke, eine Grundvoraussetzung für dieses Konzept ist diese gute Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde. Mein Name ist Marc Lohmann, bin 49 Jahre alt und bin seit 2014 Bürgermeister dieser wunderschönen Samtgemeinde Oderwald und auch Verbandsgeschäftsführer des Zweckverbandes Kindergarten Oderwald. Mein Name ist Kerstin Naue, ich bin hier Sachbearbeiterin in der Samtgemeinde Oderwald. Die Samtgemeinde hat sehr viel Vorleistung gebracht, dass Pädagogen erst so professionell arbeiten konnten. Das ist Grundgerüst dafür, dass wir ein intaktes Leben, sage ich mal, in unseren Einrichtungen haben. Ist die Stimmung in den Einrichtungen schlecht? Ist die Kommunikation schlecht? Ich glaube, dann haben wir auch eine ganz schlechte Betreuungssituation. Und das fängt schon damit an, dass unsere Bürgermeister auch vor Ort regelmäßig im Gespräch sind. Das sind die Bürgermeister aus Heiningen, aus Dorstadt und auch
aus Ohrum, Herr Nauer, Herr Polzin und Herr Kokon. Ja, das erste Mal war tatsächlich als Mutter von meiner Tochter, die dann in den Kindergarten oder bald als Kind gegangen ist. Ja, das war damals die erste Begegnung. Also eine Kinderbetreuung ist grundsätzlich wichtig, wenn wir daran denken, dass wir junge Familien für uns, sag ich mal, in die Samtgemeinden auch holen möchten und auch den Verbleib sicherstellen wollen. Und damit verbunden ist ein zuverlässiges Betreuungsangebot. Und ich glaube, das ist, was wir aus Sicht jetzt der letzten 10 Jahre auch immer geschafft haben, dass wir allen unseren Eltern und allen unseren Einrichtungen immer ein Platzangebot auch machen konnten. Es gab keine Krippengruppe zu der Zeit, die wurde in der Zeit jetzt in den letzten 10 Jahren eingerichtet, genau vor 10 Jahren erst. Und was war sonst noch? Ja, die Einrichtung der Integrationsgruppe, die ist ja auch ganz neu. Geli, und was haben wir hier für eine Ecke? Ah ja, das ist unsere Tröste- und Wunschecke, weil, also wie das so ist, auch wie in einer Familie bei uns im Kindergarten, wir freuen uns gemeinsam, wir feiern Feste gemeinsam, aber wir sind auch mal gemeinsam traurig. Und uns ist es ganz wichtig, dass Kinder zu ihren Gefühlen stehen, das ist ganz wichtig. Und daher haben wir hier einfach eine Möglichkeit geschaffen, da wird es auch mal an jemanden gedacht oder es wird über Wünsche und Träume gesprochen. Das ist einfach so. Jetzt hat ihr einen Platz hier. Und jetzt sehe ich gerade hinter dir Kindersprechstunde. Was hat es denn damit auf? Aha, ja, Kindersprechstunde, das ist mir ganz wichtig. Wir sind halt ein Kindergarten, wo die Kinder nach ihren Wünschen und Möglichkeiten einfach auch gefragt werden. Und da gibt es halt auch die Möglichkeit, dass Kinder am Mittwochs um 10 zu mir ins Büro kommen können. Da gibt es die Kindersprechstunde. Also ich denke, dieser Kindergarten hat ein besonderes Herz und eine besondere Konzeption. Es sind dort ganz tolle Menschen, Gemeinde und Erzieher haben sich da getroffen, um für Kinder etwas Gutes zu machen. Es ist eine Konzeption, in dem es nicht darum geht, Kinder im wahrsten des Wortes zu erziehen, zu einem Ziel, zur Schule, sondern Kinder zu bilden. Und das muss man sich vorstellen, dass in jedem Kind ganz wunderschöne Dinge stecken. Und wenn wir die Kinder mit Liebe gießen und mit Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, dann wachsen sie wie eine Blume. Und jede Blume wächst anders. So wächst auch jedes Kind anders. Und wichtig dabei ist, dass, so empfand ich das in dem Konzept auch, dass jedes Kind seine eigene Schönheit erkennt und selbstsicher wird dadurch. Das wird auch wirklich sehr genutzt. Ich habe immer gedacht, ach mein Gott, die können ja immer mit mir reden und können einfach sagen, was sie so begehren und so wünschen. Aber seitdem wir diese Kindersprechstunde haben, fühlen sie sich einfach noch viel ernster genommen und kommen ins Büro und sagen, Mensch, es gibt da so Sachen, uns aufgefallen, das ist kaputt, das hätten wir gerne neu oder wir hätten gerne mehr Höhlen zum Verstecken. Und dann notiere ich das immer alles und das wird in der DB einfach weitergegeben. Und die Kinder haben wirklich ganz deutlich das Gefühl, ernst genommen zu werden und kommen mit ihren Wünschen und Vorstellungen zu mir. Ich habe in dem Jahr 2003 bis 2007, wenn ich das richtig sage, in der Kindereinrichtung gearbeitet, 3 Jahre. Und habe eben im Nachfeld, war ich immer noch in guten Kontakt, habe gesehen, wie dieses Konzept weiter wächst und eben auch reicher und voller wird. Und es wurden wunderschöne Veranstaltungen dort auch durchgeführt, wo eben das ganze Dorf daran beteiligt war. Die Kinder, die Elternschaft, die Kollegen und wie gesagt, die Samtgemeinde, die viele Möglichkeiten aufgeschlossen hat. Und das finde ich faszinierend und toll, dass es immer wieder passiert und dass es nicht kleiner wird, sondern immer wertvoller und größer geworden ist. Na, was haben wir hier für eine schöne Ecke? Ah ja, was, das ist unsere Waldecke. Waldkinder, das heißt, wenn am Mittwoch in den Gesprächskreisen wird immer abgefragt, wer hat Lust am nächsten Tag mit denen in den Wald zu gehen, dann melden sich die Kinder natürlich meistens sehr begeistert und dann kriegen die diesen Baum, der wird dann an den Schrank gehängt und damit wissen die Erziehungsberechtigten, Mama, Papas, wer abholt, aha, alles klar, ich will morgen ein Waldkind sein und brauche dafür eine richtige Ausrüstung. Wir konnten 2 Taschen nehmen und Schnitzmesser, da können wir schnitzen oder so. Und ich
Das habe ich mit Genima abgeklärt. Bin der Beauftragte für die Waldtaschen, weil das sind auch so Taschen, wo man bald Sachen reintun kann. Auch das ist natürlich wieder selbstbestimmt. Ne? Es geht bei uns immer um Interesse und Motivation, weil nur so lernen Kinder einfach richtig. Und das ist zum Beispiel auch so eine Ausrüstung, die wir mal einfach angefertigt haben. Da geht es um Projektgruppen. Und auch so sollen die Kinder einfach wählen, okay, ich habe Lust, welche Projektgruppe möchte ich teilhaben, wo liegt mein großes Interesse, meine einfach natürliche Motivation, und dann können sie sich anhand ihres Fotos dem zuordnen. Und die Projekte fand ich immer schön, zum Beispiel das Länderprojekt oder die Projekte, die wir selbst gemacht haben, wie L&L oder der Dino Club. Und im Kindergarten ist es natürlich eine total prägende Zeit. Und ich hatte ja quasi so den Vergleich zu zwei Kindergärten. Ich war zwei Kindergärten. Und also ich meine mich zu erinnern, dass es im Kindergarten Oderwald auch recht frei zuging. Also wir konnten da auch sehr kreativ sein. Es wurde immer alles unterstützt. Wir konnten da unsere eigenen Projekte machen. Und das habe ich zum Beispiel einfach, glaube ich, viel mitgenommen, so dieses kreative Denken. Und ich arbeite ja auch in einem kreativen Beruf und du ja auch. Weiß nicht, ob das auch damit zusammenhängt. Also ne, das prägt ja einfach, so, wenn man das da schon gelernt hat. Lilia und ich haben so einen Club aufgemacht. Und das war cool. Und da konnten Lilia und ich haben schon mal einen Fall gelöst. Ich habe nämlich mal mit meiner besten Freundin Isa, liebe Grüße, mit der bin ich immer noch befreundet, ist immer noch meine beste Freundin. Mit der habe ich im Kindergarten mal so ein eigenes Projekt gestartet, und das war, wir wollten ein fliegendes Schiff bauen, und dann haben wir so mega viele kleine Kleinigkeiten aus Papier ausgeschnitten, und dann letztendlich haben wir so einen Tisch umgedreht, den nach draußen getragen und haben da Luftballons dran gehängt. Und da gibt es immer noch ein Foto von, und das, ich habe das immer noch total im Kopf. Es war total schön, also wenn ich mich dran zurückerinnere. Ich glaube, wir sind aber nicht losgeflogen. Ja. Geht ihr im Frühling, Herbst, Winter, Sommer immer in den Wald? Oder gibt es so eine Jahreszeit, wo man einfach nicht in den Wald geht? Wir gehen eigentlich immer in den Wald, es sei denn, es gibt Sturmwarnung und alles das. Ja. Wir haben da einen Bauwagen stehen, direkt an der Urke. Das ist ganz, ganz spannend. Das heißt, wir haben halt auch Wasser und wir haben Wald und Wiese. Und der Weg dahin ist eigentlich schon das Ziel, weil es einfach unheimlich viel Spaß macht. Da gibt es halt Kühe und jahreszeitlich bedingte Dinge zu entdecken. Und wir haben halt auch so Waldtaschen, die Kinder reinbekommen. Und die sind ausgerüstet. Es gibt auch noch Sachen, die sind dann im Bauwagen deponiert. Und das nutzen die Kinder sehr, sehr gerne, wie so Luten. Ja. Mikroskope. Genau. Schnitzmesser. Da muss man natürlich einen Schnitzführerschein vorher machen, bevor man die bekommt. Genau. Was hat denn das mit dem Pizzaessen im Wald? Ah, das Pizzaessen im Wald ist was ganz Besonderes. Und zwar gibt es ja immer Ausflüge, auch mit den Schulkindern, die wir im Laufe des Jahres machen. Mit den Schulkindern, also die dann im Sommer in die Schule kommen. Und eins davon, das ist eigentlich mein Lieblingstreffen, ist, wir gehen in den Wald den ganzen Vormittag mit den Schulkindern. Können natürlich alles nutzen, unser Waldsofa, was wir da gebaut haben, bauen Tippis auf und so. Und zum Mittagessen gibt es Pizza im Wald, die bestellen wir uns dahin. Das ist immer super, super, ein super Ereignis, die Kinder lieben es. Jetzt krieg ich auch Hunger. Ja. So, hier sehen wir jetzt unser Restaurant. Ein Restaurant, weil wir festgestellt haben, dass es einfach auch im Zuge der Esskultur und dass es einfach auch so eine gewisse Wertigkeit hat im Tagesablauf, die Kinder einfach einen geschützten Raum auch dafür haben, zum Frühstück und zum Mittagessen. Dieses Restaurant hat natürlich bestimmte Regeln, wie zum Beispiel Kinder dürfen selbst entscheiden, wann sie essen dürfen, in einem gewissen Zeitrahmen natürlich. Da gibt es diese Magnete, da sehen wir dann immer, wer hat schon gegessen oder wen müssen wir noch ein bisschen motivieren. Und es gibt auch die Möglichkeit zur Abstimmung, wie hat euch das Essen geschmeckt? Das fanden wir jetzt auch ganz gut, das werten wir jetzt gerade aus. Einfach um ein bisschen zu gucken, okay, welche Mahlzeiten kommen gut an, wie ist das bei den Kindern? Und beim Frühstück gibt es sowas, also einer von uns ist immer anwesend und die Kinder decken für den, der nachkommt. Das ist halt dann auch nochmal so ein bisschen, ne, so ein bisschen soziale Aspekte, die uns dazu bewegen. Und ja. Wir sind sehr froh, dass wir ein eigenes Restaurant haben. Ja. Guten Appetit, ihr Lieben. Lasst euch nicht stören.
Mein Name ist Caroline Kohlberg, ich bin 26 Jahre alt, habe meine Ausbildung hier 2015 in der Samtgemeinde begonnen, bis 2018, habe dann anschließend im Bürgerbüro gearbeitet und seit anderthalb Jahren bin ich jetzt im Kindertagesstättenwesen tätig. Ja, Basti, guck mal, das ist unsere Halle, unsere Bewegungshalle. Obwohl bei der Halle muss man sagen, an dieser Halle kannst du am besten ermessen, dass für uns unsere Konzeption schon der rote Faden ist. Das ist mir ganz wichtig, dass es uns einen pädagogischen Handlungsweg aufzeigt. Ja. Ja. Aber ich finde, so eine Konzeption muss auf jeden Fall lebendig bleiben. Sie muss sich anpassen an den Bedürfnissen der Kinder, an der Bedürfnisse der Eltern oder wie wir gerade unsere Projekte umgestalten müssen. Und das siehst du an dieser Halle eigentlich perfekt. Also wie gesagt, eigentlich Bewegungshalle oder Treffpunkt, wenn wir unsere großen gemeinsamen Kreise machen. Zurzeit Zirkuskuppel, ja. Und Ausstellung von unseren einzelnen Gruppen, der Artisten und Kunstkämpfer und Zauberer und wie zum Beispiel auch unseren Gute-Laune-Koffer, der da steht, ja. Der natürlich ganz klar für die Clowns ist. Ne? Das ist das Handwerkszeug der Clowns. Und dementsprechend ist diese Halle wirklich in ständiger Wechselwirkung und wird auch dementsprechend immer umgestaltet. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Jetzt ist die Küche direkt an der Halle. Aha, ja, das ist unsere neue Küche. Genau, der Kindergarten brauchte eine neue Küche. Die war jetzt schon 30 Jahre alt. Ne? Ja. Nach 30 Jahren haben wir tatsächlich eine neue Küche bekommen. Das ist sozusagen unser Jubiläumsgeschenk. Ja. Und wir freuen uns da wirklich sehr. Die hatte schon sehr gelitten. Nach 30 Jahren, ja. Kinder, morgens Frühstück, rollendes Frühstück und schon immer mit dem Mittagsessenbetrieb. Ne? Also die hatte schon sehr gelitten. Ja, die alte Küche war alt, war auch schon zu meiner Zeit so. Also die ist bestimmt 30 Jahre alt gewesen. Ja, ich hatte das gemeinsam mit Geli Schwarz geplant. Wir sind dann auch gemeinsam in das Küchenstudio gefahren, haben uns angeschaut, wie die aussehen soll, wie die sein soll, was alles benötigt wird, dass es auch für die Kinder gerecht ist, dass die damit backen und kochen können, dass die mit integriert werden in die ganze Sache. Und das hat total viel Spaß gemacht, ja. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir jetzt diese offene neue Küche hier haben können, mit denen wir auch, die wir auch für die Kinderarbeit einfach sehr gut nutzen können. Ne? Ja. Und dienstags zum Beispiel haben wir ja auch ein weiteres Projekt. Natürlich, jeden Dienstag gibt es den Kinderkiosk. Der ist irgendwie so auch so entstanden, dass die Kinder einfach hauswirtschaftliche Produkte herstellen, backen, kochen, Sandwich oder einfach auch mal Süßigkeiten. Bonbons wurden neulich gemacht, Marshmallows ist ein bisschen in die Hose gegangen. Aber auf jeden Fall gibt es diesen Kinderkiosk und die Kinder stellen her und verkaufen und verteilen in diesem Kinderkiosk hier in der Halle dann auch den anderen Kindern die Produkte. Das ist auch wirklich immer ein super Highlight. Jetzt habe ich was ganz Interessantes draußen gesehen. Da habt ihr ein Gehege, habt ihr hier auch Tiere? Oh ja, also wir sind sehr in Natur. Ne? Also einmal, wenn man so von diesem Waldtag absieht, haben wir natürlich auch ganz viel. Wir haben den Oderwald hier vor der Tür, wir haben die Okernehmern. Das ist wirklich eine wunderbare Umgebung, die wir auch wirklich immer nutzen. Unser tolles naturnahes Außengelände. Und wir haben Tiere, tatsächlich. Du hast das richtig erkannt. Das sind unsere Griechen, die da draußen jetzt im Sommer wohnen. Das sind Shivap und Chichi, zwei griechische Landschildkröten. Ah, wow. Ja. Die haben wir tatsächlich mal, oh Gott, ewig her von Eltern mal geschenkt bekommen. Ne? Also 6, 7 Jahre haben wir die schon, die waren mal so klein und sind jetzt mittlerweile ja so. Bauraum, da ist ein riesiger Teppich, den darf man nicht dreckig machen, dann flippt man aus. Okay. Da sind auch manche Bücher und halt auch ein paar Musikinstrumente und halt auch Bausachen, das sind ja auch Bauraum. Okay. Konntet ihr immer ganz viel bauen und Musik machen und malen, so wie ihr wolltet? Okay. Naja, malen im Atelier. Ja, so, jetzt befinden wir uns hier im Bauraum. Das ist der Bauraum. Bauraum, wie du siehst, haben wir ganz, ganz wenig Möbel, da die Kinder so viel Platz wie möglich bekommen sollen, um ihre Kunstwerke zu bauen, um einfach alles auch mal stehen zu lassen. Dann gibt es immer so Absperrungen, richtig, es wird einfach auch dokumentiert. Wie du siehst, hier sehen wir auch schon einige Kunstwerke. Das wird dann ausgestellt. Auch da oben gibt es zum Beispiel die Mühle vom Burgstädter Turm. Oft finden sich einfach auch die Außenwelten der Kinder dann hier in diesem Bauraum wieder. Das ist uns ganz wichtig. Und zum Beispiel auch jetzt gerade unser Projekt Zirkus. Ja. Gibt es halt diesen
Playmobil, Zirkus, damit die Kinder das auch ein bisschen nachspielen können, das, was wir mit ihnen hier proben, was sie so von uns erfahren. Wie oft wird so gebaut? So jeden Tag oder jede Woche? Jeden Tag. Also ja, ich glaube, die könnten 24 Stunden bauen. Das sind super kreative Ideen. Es ist vom Eiffelturm, wie gesagt, schon alles erstanden, wie zum Beispiel Mühle oder irgendwelche Fachwerkhäuser. Und es wird dann einfach auch dokumentiert, zum Beispiel auch anhand von Fotos. Unter anderem findet auch das dann seinen Platz in unseren Portfolios, ja, da in diesen Ordner, die jedes Kind dann auch mitbekommt, wenn es dann hier rausrutschen darf, wenn die Schule beginnt. Ein Ordner reicht meistens nicht, es gibt dann meistens noch einen zweiten oder einen richtig dicken. Also, und die Kinder gucken das auch sich gerne immer selbst an. Das Besondere an diesem Raum wäre für mich noch unsere Musikecke. Das ist eine Musikecke, die die Kinder auch frei nutzen können, immer zu bestimmten Zeiten, mit ganz viel Absprache natürlich, aber auch unter Anleitung. Wir haben das große Glück, drei Mitarbeiter zu haben, die sehr musikalisch sind. Einfach unsere zwei Männer im Team, die spielen sogar in der Band. Der eine spielt Schlagzeug, der andere spielt Gitarre und singt ganz toll mit den Kindern. Und die Christiane, die ist halt im Spielmannszug tätig. Und das findet natürlich in unseren Projektarbeiten auch immer einen ganz wichtigen Platz. Melden sich die Kinder da flexibel an oder sagt ihr, wir bauen jetzt oder wir machen jetzt Musik und... Das, wie läuft das? Ja, also es gibt zum Teil Projekte, wie ich schon mal gesagt habe, wo die sich dann frei zuordnen können. Diese Projekte laufen dann auch eine ganze Zeit, also so lange, wie die Kinder motiviert und interessiert sind. Dieses Zirkusprojekt zum Beispiel läuft jetzt seit ein paar Wochen und es wird eigentlich dann zum Juni, wenn wir unser Kindergartenfest haben, unserem 24. die Zirkusvorstellung haben, wird sie damit auslaufen. Ne? Also die melden sich freiwillig. Manchmal ist es auch was Spontanes. Es gibt kleine Projekte, da sind dann einfach auch nur kleine Gruppen tätig. Oder so ein Tagesprojekt, das gibt es natürlich auch. Wenn die Kinder Ideen haben und sagen, hey, wir brauchen jetzt mal sowas und wollen das umsetzen, dann sind wir auch immer dafür da, die Kinder dabei zu unterstützen. Okay, also könnte man auch sagen, dass Musik und dieses kreative Bauen euren Tagesalltag begleitet? Ja, zumindest auch in diesem Raum. Ne? Es gibt ja dann noch das Atelier, da gehen wir ja gleich noch hin. Und das ist zumindest das Hauptanliegen hier von dem Bauraum. Ja. Okay, dann lass uns doch mal ins Atelier gehen. Ja, gerne. Ja? Klar. Also es gibt einen extra Raum zum Bauen, es gibt einen extra Raum zum Basteln. Das ist natürlich was anderes, als wenn man diese ganzen Bereiche in einen Raum quetscht. So, Basti. Ja. Jetzt sind wir hier im Atelier. Das Atelier, das ist einfach so angelegt, dass wir einfach ganz viel, ganz klare Farbstrukturen haben. Also wir haben uns auf die Grundfarben ein wenig beschränkt und die Kinder sollen hier einfach Platz finden, um ihre Kreativität und ihre verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten einfach ausleben zu können. Ja, schön. Du hast vorhin das Thema Musik aufgegriffen. Wird hier auch Musik gemacht in dem Raum? Zum Teil wird ja auch Musik gemacht, gerade wenn Projekte sind oder so, werden alle Räumlichkeiten natürlich auch dementsprechend mal genutzt. Grundsätzlich gilt es hier eher, um zu gestalten, um Geschichten zu erfinden. Also hier geht es einfach um Gestaltungsmöglichkeiten. Okay, ganz kreativ. Ganz kreativ. Und das auch in den Tagesablauf der Kinder mit eingebaut. Ja, das ist ja auch so, offene Arbeit beinhaltet ja nicht, die Kinder können machen, was sie wollen, sondern offene Arbeit beinhaltet ganz viel Absprachen. Also die Kinder treffen Absprachen mit den Erziehern. Wir Erzieher sind in stetigem Kontakt, weil es einfach das große Ganze gibt. Es gibt keine einzelnen Gruppen. Man spricht immer ab. Also selbst wenn die Kinder die Räume wechseln, die können ja frei die Projekte wählen. Das heißt, sie haben einfach, es ist ein Bauraumkind, es gibt ja Bezugsgruppen auch. Ja. Und ein Bauraumkind kann jederzeit auch ins Atelier gehen, um irgendwie seinen Interessen nachgehen zu können. Fragt natürlich vorher im Bauraum nach, hier, ich habe eine Idee, ich möchte ins Atelier gehen, um das umzusetzen. Dann sagen die, okay, klar, fragt mal nach, ob da gerade Platz ist und Möglichkeit besteht. Dann kommt das Kind hierher, fragt nach und so. Also es ist Kommunikation wird ganz hoch geschrieben und ist überhaupt ganz wichtig. Und Fische habt ihr auch. Genau. Fische, Stabstrecken und Schiebabschi-Chi-Chi. Genau. Sieh, das war jetzt unser Atelier. Soll ich dir jetzt nochmal Schiebabschi-Chi-Chi zeigen? Ja, gern. Ja, da freue ich mich. Komm. Bin gleich hier den kurzen Weg. Ja. Hui,
Was habt ihr denn hier für eine Rampe? Ah ja, das ist natürlich unsere Rampe. Die brauchen wir zum Brandschutz. Wir haben ja auch ein Rolli-Kind. Das ist ja auch gleichzeitig die Inklusionsgruppe. Den Raum nutzen wir dafür. Ich möchte auf eine Besonderheit in der Einrichtung in Dorstadt mal hinweisen. Wir haben seit diesem Kindergartenjahr, und da ist bisher Dorstadt die einzige Einrichtung bei uns im Zweckverband, also im Samtgemeindegebiet, wo wir eine sogenannte integrative Gruppe haben. Oh ja, das ist ein großes Thema. Es ist auch wirklich mein Herzensthema. Ich habe persönlich ein bisschen länger gebraucht, dass ich das erkannt habe. Aber ich merke jetzt, dass es so eine Bereicherung ist und wie viel wir und auch die anderen Kinder davon profitieren. Wir hatten angefangen, also irgendwann ging das mal, ich glaube vor 10 Jahren oder so, dass eine Kollegin und ich so eine Zusatzqualifikation einfach durchgeführt haben. Angefangen hat es eigentlich schon vor 10 Jahren, als es eine Langzeitfortbildung gab für die Kindergartenmitarbeiter. Jetzt haben wir sogar eine Integrationsgruppe. Das heißt, wir dürfen 4 Kinder betreuen mit gesonderten Förderbedarf, mit Teilhabebeeinträchtigung. Und das klappt ausgesprochen gut bei uns in der Einrichtung. Und es lernen alle Beteiligten davon, auch die Erzieherinnen und Erzieher lernen davon. Und ich glaube, das macht eben auch diese Herzlichkeit und die Wärme, sagen wir, unseres Personals nicht nur in Dorstadt, sondern in den anderen Einrichtungen auch aus. Dadurch, dass eine Integrationsgruppe hier im ländlichen Raum geschaffen wurde, das ist bei uns im Bereich des Landkreises Wolfenbüttel gar nicht so üblich. Das ist unglaublich wichtig und es ist toll, dass uns das gelungen ist. Vielfalt für Dorstadt heißt, wir haben eine I-Gruppe, wir haben eine Regel-Kindergartengruppe und wir haben eine Krippengruppe. Und ich finde, das ist schon beachtlich, wenn man für die Größe, wie wir die Einrichtung in Dorstadt mal sehen, dass wir so ein tolles Betreuungsangebot haben. Und wer weiß, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja jetzt die I-Gruppe, also die Integrationsgruppe im Kindergarten Oderwald. Und das läuft echt super mit den Kindern. Die werden mit super integriert mit in die anderen Gruppen und fühlen sich da auch sehr wohl, so wie immer die Rückmeldung kommt. Die Kinder gehen super damit um. Das ist für dieses soziale Verhalten einfach fantastisch zu sehen. Es ist für uns unglaublich zu sehen, wie diese kleinen Schritte passieren. Genau, wir kümmern uns jetzt auch darum, dass wir eine Einrichtung dafür extra noch anschaffen werden für die Kinder. So einen kleinen Rückzugsort und dass wir die Räume dann noch ein bisschen anders gestalten. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, dass die Kinder sich einfach dann noch wohler dort fühlen. Ja. So, gut. Das hier ist wirklich das Sommergehege. Ne? Abends holen wir sie natürlich rein, weil ist ja nun wirklich nah am Wald und hier am Acker ist mir das zu gefährlich für die Nacht. Ja. Aber tagsüber sehen wir schon immer zu, dass sie hier draußen sind. Die Kinder helfen auch mit, das Gehege so ein bisschen zu gestalten. Es gibt auch Schildkrötenbeauftragte natürlich. Ja, ne? Natürlich. Die so Löwen anpflücken und dafür sorgen, hey, frisches Wasser und so. Und hier siehst du Shishi, das ist das Mädchen. Ja. Und da hat sich Schiwab versteckt. Na, also du siehst schon, da ist ordentlich gewachsen. So ein Prachtkerl. Genau. Und das ist auch wieder so ein Ding, das ist auch wieder so eine typische Kindergartengeschichte. Also dieses Gehege zum Beispiel, da hatten wir noch keine Schildkröten. Da hat uns da eine Hausmeister mal dieses Teil gebaut. Und da war es, zu Anfang war es ein Kürbisfeld. Ja. Weil in diesem Kürbisfeld haben wir natürlich, wie der Name schon sagt, Kürbisse gezüchtet. Ja. Und wir waren tatsächlich mal niedersächsischer Landesmeister im Kürbiszüchten. Oh, echt? Ernsthaft, okay. Kann ich dir die Urkunde zeigen. Schön. Genau. Für die Kinder nehmen das an, die arbeiten gerne mit den Schildkröten. Ja, überhaupt, ja, genau, auch mit den Stabschrecken und Fische und so, das ist schon wichtig, ne? Ja. Viele Kinder, also wir sind natürlich ein Dorfkindergarten, das heißt, Kinder sind wirklich Tierhaltung auch gewohnt. Aber manche haben es zu Hause nicht. Und wir haben uns natürlich bewusst auch für Schildkröten entschieden, weil kaum Allergie. Also ich habe noch keinen gesehen, der eine Schildkrötenallergie hatte. Ich bin ja gebürtiger Börsumer, insofern kenne ich auch die Samtgemeinde und auch mit ihren Einrichtungen und habe seinerzeit eine Bereisung gemacht und damals unsere 4 Kindertagesstätten in Börsum, Dorstadt, Flöte und Kramme kennenzulernen.
und habe dort auch schon Erfahrungen sammeln dürfen und unter anderem auch Frau Schwarz mit ihrem Team kennengelernt. Was wünsche ich diesem Kindergarten? Genügend Kinder, wenig Helikoptereltern, die dann irgendwo meinen, sie wüssten alles besser. Also ich glaube mal, dass das nie überflüssig sein wird, diesen Kindergarten bei uns am Ort zu haben, weil diese Entwicklung, die man vor 10 Jahren vorgezeichnet hat, dass es nur noch alte Leute in den Dörfern gibt, ist ja nicht mehr. Wenn man das heute beobachtet, sieht man schon, dass ganz, ganz viele ältere Gebäude wieder mit jungen Leuten bewohnt werden und dass diese jungen Leute auch wieder Kinder haben, die auch den Wunsch haben, einen Kindergartenplatz zu haben. Mögen Sie noch lange bleiben. Wenn dann bei einigen das Rentenalter näher kommt, der Wunsch, dass sie würdige Vertreterin finden, damit es weiterleben kann. Wir feiern 30 Jahre, aber ich würde sagen, mehrere 30 Jahre hinten dran würde mich freuen, wenn das Konzept weiterlebt. Also ganz konkret einfach erstmal noch weitere 2 Räume. Das wäre zum Beispiel eine Werkstatt, würde ich mir wünschen. Dann würde ich mir einen Theaterraum wünschen. Das ist wirklich so das, was ich noch ein bisschen vermisse. Da hätte ich gerne Platz für. Wir leiden immer unter chronischem Platzmangel. Und Abstellplätze, Flächen, das wird immer benötigt in einem Kindergarten. Dann wäre ein Kindergartenbus super. Ein Kindergartenbus, wo wir einfach unsere Ausflüge ganz flexibel gestalten könnten, das wäre fantastisch. Ich nehme wahr, dass sehr viel politisiert wird in den jungen, gerade bei jungen Menschen, die in öffentlichen Einrichtungen sind. Und da wünsche ich mir einfach, dass das aufhört. Ja, jetzt würde man ja meinen, kommt der Bürgermeister, der Geschäftsführer und wünscht sich vor allem viel Geld. Für die Einrichtung, also ich würde mir vor allem eins wünschen, wenn ich an das Geld denke und an die Finanzierung unserer Angebote und unserer Einrichtung, dass wir vom Bund und Land nicht nur die Aufmerksamkeit bekommen und die Wertschätzung, sondern dass mit der Wertschätzung eben eine ausreichende finanzielle Ausgestaltung auch sichergestellt wäre, weil leider oftmals eben wir als Kommunen eben einen Großteil an Defizit übernehmen müssen. Wir tun das grundsätzlich gern, aber damit bleiben vielleicht dann auch andere Angebote auf der Strecke oder wir müssen andere Angebote dann auch etwas von den Kosten anheben. Für die Einrichtung selbst wünsche ich mir grundsätzlich, dass wir immer glückliche Kinder haben werden, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter stets motiviert sind. Da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Und dass die Eltern auch ihre Kinder zukünftig weiterhin gerne auch in unsere Einrichtung geben und damit auch zufrieden sind. Ja, schönen Grüße an Ilonka. Also mach dir keine Gedanken, die Jungs schaffen das. Die Eintracht steigt nicht ab. Zieh noch weiter durch bis zur Rente. Und ja. Und alle Eltern, die vielleicht irgendwann mal hierher ziehen sollten und ihr Kind gerne in sichere Hände geben möchten, die sind im Kindergarten Dorstadt gut aufgehoben. Schön, dass du bei dir da warst. Dankeschön. Gerne. Also vor allem natürlich immer zufriedene Kinder, dass die sich da immer wohlfühlen. Dann, dass die Eltern zufrieden sind mit dem Kindergarten und dass natürlich der Kindergarten immer gut besucht wird. Ja, 3 Wünsche. Ich würde sagen, im Moment tatsächlich, dass sie keine Probleme mehr mit dem Wasser haben, sei es Abwasser oder Frischwasserleitungen. Also das wäre ein großes Thema und da gibt es da öfter mal Probleme. Dann, dass natürlich immer fröhliche Kinder im Kindergarten sind, zufriedene Eltern und ein tolles Team da ist. Ich wünsche erstmal allen, dass sie froh und glücklich in dem Kindergarten sind, dass sie Lust haben, mit Liebe mit diesen Kindern zu arbeiten. Ich wünsche ihnen, dass sie so einen klitzekleinen Lottogewinn haben für die ganzen pädagogischen Wünsche, die da noch anstehen. Und ich wünsche ihnen, dass immer eine gute Gemeinschaft mit der Samtgemeinde bleibt, dass alle gut zusammenhalten um die Interessen der Kinder. Und dass ihnen immer zuteil wird, dass jedes Kind sie jeden Morgen anlacht. Das Team, also ich finde, das wirkt immer als ein sehr harmonisches, familiäres Team. Sind alle super freundlich und da fühlt man sich einfach wohl, wenn man da direkt hinkommt. Das ist so, finde ich, so das Aushängeschild von dem Kindergarten.
Ein wunderbar talentierter bunter Haufen. Sehr vielfältig, mit großartigen Talenten und super toller Zusammenarbeit. Ihr Lieben, so langsam kommen wir mit unserer Tour zum Ende. Was haben wir die letzte Zeit erlebt? Wir haben uns den wunderschönen Kindergarten hier angeschaut. Der wurde uns von der Kindergartenleitung, von der Geli gezeigt. Verschiedene Räume haben wir hier gesehen. Zum einen das Atelier, das wunderschöne Restaurant und auch diesen wunderschönen Eingangsbereich. In den letzten Tagen haben wir den Samtgemeindebürgermeister kennengelernt und verschiedene Akteure hier aus der Samtgemeinde, die uns so ein bisschen was über die Geschichte und über das Entstehen des Kindergartens hier im Oderwald erzählt haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch einen schönen Sommer.
die größte Herausforderung im Kindergarten ist es bei Mensch, ärger dich nicht zu gewinnen und sich nicht zu ärgern, wenn man verliert.